Es ist interessant, dass die Islamkritiker, ich nehme mal an, dass die meisten von ihnen die Texte des Islams nicht wirklich gelesen haben, sondern sie berufen sich aufeinander. Der hat was gesagt und der was zitiert und er übernimmt die Zitate. Denn manchmal begehen sie peinliche Fehler. Peinliche Fehler. Ich gebe euch ein Beispiel für diesen peinlichen Fehler. Eine Angelegenheit, die sie immer wieder in den Mund nehmen und immer wieder behandeln, das ist die Frau. Die Frau ist eines der zentralen Thematiken, die Islamkritiker aufgreifen. Und teilweise auch durch eben, weil diese Zeit eben eine Zeit des Feminismus ist, weil der Feminismus sehr präsent ist, und Frauenaktivisten und Aktivistinnen, das gehört halt zur Tagesordnung heute. Und deswegen versucht man den Islam zu diffamieren aus dieser Warte, aus diesem Aspekt der Frau. Eines dieser Punkte ist das Erbe. Das Erbe und dass die Frau benachteiligt wird im Erbe. Und sie argumentieren mit dem Vers, in dem Allah Ta'ala sagt, in der Surat An-Nisa. Die Surat An-Nisa ist, ja, in der Surat An-Nisa werden zu 90% die Erbangelegenheiten geregelt. Und dann gibt es noch ein paar Ahadith, aus denen wird das ganze Erbrecht gebildet. Auf jeden Fall, Allah Ta'ala sagt in der Surat An-Nisa, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah Ta'ala schreibt euch vor in Bezug auf eure Kinder, للذكر مثل حظ الأنثيين. Für den Jungen das Doppelte von dem, was dem Mädchen zusteht, den Kindern. Interessanterweise, die Verse danach haben sie gar nicht beachtet. Entweder weil sie sie nicht kennen oder weil sie unehrlich sind. In den Versen danach wird nämlich teilweise darüber geredet, über Geschwister, beispielsweise Geschwister mütterlicherseits, dass sie manchmal gleiches Erbe haben, ja, Männer und Frauen. Vater und Mutter können manchmal gleiche Anteile haben. Allah Ta'ala sagt nämlich ein paar Verse danach, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد und für seine Eltern beide ein Sechstel, wenn er, der Verstorbene, Kinder hinterlassen hat. Hier haben wir also schon mal einen Fall, wo beide mindestens gleich viel bekommen. Es gibt tatsächlich auch Situationen, wo das weibliche Familienmitglied mehr bekommt. Meshi?